Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Ablaufgarnitur richtig wechseln und somit auch das Ablaufventil am Waschbecken ganz einfach austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da fast jede Ablaufgarnitur eigentlich ein Standardmaß hat, können wir auch schon unseren Siphon normalerweise ganz einfach abmachen, indem wir hier unten drunter diese Überwurfmutter mal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wichtig hierbei, betrachtet man das Gewinde von unten und wenn dieses ab ist, sollten wir natürlich auch noch schauen, dass wir unsere Dichtung jetzt abmachen und diese auf gar keinen Fall verlieren. Als nächstes müssen wir unsere Zugstange lösen bzw. entfernen. Hierfür einfach mal normalerweise mit einem Kreuzschraubendreher in diese Schraube hier hinten reingehen, dann das Ganze gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann, wenn es auch schon etwas lockerer ist, können wir schauen, dass wir unsere Zugstange einfach einmal hier herausnehmen. Nun geht es darum, dass wir mal unsere Ablaufgarnitur gegen den Uhrzeigersinn lösen. Da muss man wirklich etwas Kraft aufwenden und dann können wir es nämlich auch schon ganz einfach abmachen. In meinem Fall ging das Ganze relativ leicht. Wenn es bei dir daheim wirklich schwerer geht, was natürlich bei alten Modellen der Fall sein kann, dann können wir uns entweder mit einer Wasserpumpenzange noch behelfen, dass wir hier unten einfach einmal sauber ansetzen, da das Ganze normalerweise eh weggeschmissen wird. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir hier hinten unsere Stange einmal abdrehen und zum Beispiel eine Harnverlängerung drauf machen. Dann hat man auch nochmal einen größeren Hebel. Und auch wenn das nicht helfen sollte, dann gibt es noch die brachiale Methode, und zwar einfach mal eine Säge bzw. ein Sägeblatt nehmen und hier oben das Ganze bei der Gummidichtung durchschneiden, denn dann muss ich natürlich auch das untere Teil auf jeden Fall lösen. Bei mir konntest du sehen, das Ganze ging doch relativ einfach und jetzt können wir mal das untere Teil nämlich einfach abmachen und das obere Teil geben wir mal schon nach oben durch unser Waschbecken hindurch und wir können dann auch mal einen Lappen zur Hand nehmen und von hier unten das Ganze auch schon ordentlich sauber machen. Bei mir ist der Durchgang auf jeden Fall wieder sauber, weswegen ich jetzt mal hier oben meinen Stöpsel schon auf die Seite lege und dann kann ich nämlich auch schon meine neue Ablaufgarnitur einmal auseinanderschrauben. Wir sehen, wir haben eine Dichtung für oben, eine Dichtung für unten und das obere Teil mit der Dichtung für oben gebe ich einfach mal hier jetzt rein. Bei dem unteren Bauteil müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass die Dichtung richtig rum sitzt. Hierfür ist so normalerweise eine kleine Einkerbung, dass die Dichtung auch gar nicht falsch herum eingesetzt werden kann. Und dann können wir das Ganze mal so rum schon hinhalten, dass die Zugstange relativ gerade nach hinten schaut. Mit meiner linken Hand halte ich jetzt das obere Bauteil fest und drehe anschließend auch mit der linken Hand schon meine Ablaufgarnitur zusammen. Wichtig hierbei ist, dass wir auf jeden Fall schauen sollten, dass das Ganze nicht irgendwie jetzt schief anpackt, sondern wirklich schön mittig bei meinem Waschbecken drauf sitzt. Da normalerweise niemand ein Spezialwerkzeug zum Festschrauben von diesem Bauteil zu Hause hat, ich übrigens auch nicht, sollte man mal am besten einen großen flachen Schraubendreher zur Hand nehmen. Dann können wir nämlich in eines dieser Löcher, was für den Überlauf gedacht ist, hier unten das Ganze anbringen. Und damit wir natürlich auch nichts verkratzen, würde ich auf jeden Fall noch einen alten Lappen zum Beispiel darunter legen. Und nun können wir das Ganze auch schon weiter im Uhrzeigersinn festschrauben, bis es natürlich schön mittig und vor allem auch doch relativ straff an unserem Waschbecken drauf sitzt. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen, auch wenn ich meine Ablaufgarnitur mal wieder etwas links rüber schieben muss, dass die Zugstange schön gerade nach hinten schaut, sollte das Ganze auch auf jeden Fall noch dicht sein. Und nun geht es darum, dass wir unsere Stange hinten einmal ganz nach unten runterdrücken. Anschließend geben wir unser Befestigungsstück schon auf die erste Stange drauf, danach natürlich auch noch auf die Stange von der Ablaufgarnitur. Und wenn das Ganze dann bei beiden wirklich komplett nach unten gedrückt ist, dann können wir auch mal noch einen Schraubendreher zur Hand nehmen und unsere Schraube im Uhrzeigersinn ordentlich festdrehen. Unseren Siphon dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, deswegen die Dichtung mal wieder dementsprechend draufgeben, das Ganze hier oben an die Ablaufgarnitur schon festschrauben und normalerweise sollte handfest auch auf jeden Fall ausreichen. Im Notfall kann man später immer noch mit einer Zange nachziehen. Zum Schluss geben wir mal noch den Stöpsel in unser Ablauf hinein. Anschließend betätige ich natürlich auch den Hebel bei meiner Armatur und dann schauen wir einfach mal, ob das Ganze auch wirklich ordentlich abdichtet und vor allem auch, ob es
richtig abläuft. Bei mir schaut es eigentlich schon relativ gut aus, wobei ich würde sagen, man sollte das Ganze noch etwas beim Öffnen weiter rausschauen lassen. Deswegen haben wir hier unten noch so eine kleine Schraube, die ich jetzt einfach mal per Hand noch zum Beispiel gegen den Uhrzeigersinn drehen kann. Dadurch wird der Stöpsel jetzt nämlich etwas größer und wenn es geöffnet ist, haben wir hier auch noch einen größeren Spalt und so schaut es auf jeden Fall besser aus. Als nächstes schließe ich mal mein Waschbecken, gebe Wasser hinein, lasse das Waschbecken komplett volllaufen, öffne danach den Abfluss und lasse das Wasser aber trotzdem noch weiterlaufen und unter dem Waschbecken den kompletten Ablauf mal noch mit meinen Fingern auf Dichtheit überprüfe. Bei mir schaut das auf jeden Fall super aus, weswegen ich jetzt auch schon so eine Ablaufgarnitur fachgerecht gewechselt habe. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich eine neue Ablaufgarnitur, eine Wasserpumpenzange oder vielleicht sogar eine neue Waschbeckenarmatur zulegen möchtest, dann am besten einmal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.